Der Höhepunkt der UEFA Champions League kommt immer näher. Heute also das Halbfinal-Hinspiel. Beide wollen heute überzeugen. Das sollten sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Gleich geht's los im Estadio de la Ceramica. Das Estadio de la Ceramica ist der Schauplatz unserer Partie. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und es geht heute in diesem Wettbewerb um das Hinspiel im Halbfinale. FC Villarreal gegen Bayern München. Hinspiel also in diesem Halbfinale, Wolf. Der Wettbewerb spitzt sich immer stärker zu. Und es wird sicherlich auch ein Duell der Trainer. Was haben Sie sich ausgedacht? Mit welcher Taktik gehen Sie hier rein in dieses Spiel? Abwarten. Und damit geht es nun los, dieses Halbfinal-Hinspiel aus der UEFA Champions League. Da lässt er den Gegner aussteigen. Der Ballverlust. Lewandowski war das. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Parejo. Neuer Handy. Klasse gemacht. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Kein Tor. Neuer hat ihn. Nicht ungefährlich. Steilpass. Vielleicht die Führung jetzt. Buschi, kurz mal zu Robert Lewandowski. Was traust du ihm heute zu? Gerade wenn es um den Spielaufbau geht, wird er hier heute gefordert sein. Da kann er seine Stärken ausspielen. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. So, Ecke kommt. Dieser Kopfball geht übers Tor. Ja, Sie können erst mal klären. Schön dazwischen gegangen. Da Lewandowski Platz. Oh, da ist er durch. Weiter gefährlich. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Ja, wir sehen uns die Wiederholung noch mal an. Erst kann der Keeper noch parieren, aber der Rebound, wie man so schön sagt, wird dann genutzt. Kannst du dann auch nicht mehr verhindern. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn werden immer tiefer. Wie reagiert er jetzt auf diesen Rückstand? Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Süle mit dem schönen Zweikampf. Sané könnte es über außen versuchen. Ganz stark. Wie die Bayern in den letzten Jahren aufgetreten sind, das ist schon Wahnsinn, oder? Definitiv. National waren sie so konstant wie vielleicht noch nie davor. Auch in Europa ging es weit, aber der letzte Schritt hat eben wieder gefehlt. Und Parejo. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da.
erstmal dazwischen gegangen hier. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Dankbarer Ball, ungefährlich. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Welches der Ball? Da hat Leroy Sané einiges am Platz auf dem Flügel. Da ist die Hereingabe. Super Aktion, gut geklärt. Die Chance für den Konter. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Goretzka. Starke Szene, er holt sich den Ball. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Parade Neuer, immer noch gefährlich. Zur Pause steht es 1:0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Wie hast du Leroy Sané in Hälfte 1 gesehen? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Wir sind nach wie vor im Halbfinale-Hinspiel der UEFA Champions League. Die Pause ist vorbei. Nun geht's hier weiter. Und damit ist der Ball weg. Jetzt Thomas Müller. Da gehen sie dazwischen. Ball ist weg. Entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Jetzt schießt er. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Coman. Coman kann über außen kommen. Da kommt die Flanke. Sané. Ganz klar, da war er mit der Hand am Ball, Elfmeter. Anlauf von Lewandowski. Er macht den Elfer. Und hier zeigt er keine Nerven vom Punkt. Absolut abgeklärt, gut geschossen. Steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Jetzt Raúl Albiol. Giovanni Lo Celso. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Es gibt den Elfmeter. Das war ein klares Handspiel. Die Chance, hier auf ein Tor zu verkürzen, an den Pfosten. Vorne der Ballgewinn. Jetzt können sie flanken. Da geht er vorbei. Gute Gelegenheit. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Sie brauchen ein Tor, vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Der Ball kommt rein. Erstmal geklärt.
Raúl Albiol. Sané mit der Chance. Und das Tor! Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gerard Moreno. Kurze Unterbrechung, Freistoß gegen den FC Bayern. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Manuel Neuer ist da, verhindert den Gegentreffer. Kein Problem für den Nationaltorhüter. Chance für den Konter. Jetzt wollen sie das Spiel schnell machen. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Jetzt Robert Lewandowski. Das wird Ecke geben. Jetzt kommt der Wechsel. Die Ecke kommt. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Der Ball segelt platziert in den Strafraum, aber dann fehlt es an der Präzision im Abschluss. Er bringt den Ball nicht aufs Tor, etwas zu hoch. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Manu Trigueros. Enormes Laufpensum. Er geht hier weite Wege, um sich den Ball zu holen. Und er geht an ihm vorbei. Gerard Moreno gefährlich. Das ist noch gefährlich. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Lewandowski jetzt. Und damit ist der Ball weg. Reguläre Spielzeit ist um. Aber es geht noch weiter. Gibt drei Minuten obendrauf. Manu Trigueros übernimmt die Initiative, lässt sich da weit zurückfallen. Gerard Moreno. Schlusspfiff des Schiedsrichters, liebe Zuschauer. Sieger des Hinspiels sind die Bayern. Deutlich also der Sieg hier im Halbfinale-Hinspiel. Und sie stehen schon mit einem Bein im Finale, aber eben nur mit einem. Der Trainer muss dafür sorgen, dass sie konzentriert bleiben. Im Fußball kann so viel passieren. Starke Leistung von Robert Lewandowski. Der kann wirklich zufrieden sein. Eine wirklich gute Leistung bei diesem Sieg. Hat ja auch den Elfer verwandelt. Also kann zufrieden sein. Und damit geht es nun los, dieses Halbfinal-Hinspiel aus der UEFA Champions League. Dieser Kopfball geht übers Tor. Oh, da ist er durch. Da fällt das erste Tor an diesem Tag.
den Elfer. Sané mit der Chance. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Die Ecke kommt. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech.